Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ja, es ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Früher, als ich noch in der Klinik als Psychotherapeutin beschäftigt war, da habe ich eigentlich ständig zwischendurch mal Videos gemacht, fällt mir auf. Und ich dachte mir, wenn ich nur noch frei beruflich bin, bin ich frei und beruflich? Nee, dann bin ich selbst und ständig. Und deswegen gibt es jetzt leider nur mehr einmal, zweimal Kontakt pro Woche. Ist aber auch nicht so wenig, ne? Gemessen an dem, was andere YouTuberinnen so machen. Meine Lieben, wir haben jetzt schon wieder genug geredet und gelabert. Ich will dir gleich mal wieder aus der Praxis der Psychotherapie zeigen, wie eine Sitzung verlaufen kann, nicht muss. Es ist simuliert, das heißt, ich fühle mich zunächst in die Position der Psychotherapeutin ein und dann in die Position der Klientin und los geht's. Und ich freue mich natürlich, wenn du ein kostenloses Abo dalässt und Teil der Community wirst, die Community stärkst und somit dazu beiträgst, dass wir über alles hier reden können und weiterhin so authentisch sein können und miteinander diese großartige Community entwickeln. Aber jetzt wirklich wie versprochen. Zunächst bin ich die Psychotherapeutin und wenn ich dann auf dem Sofa sitze, bin ich die Klientin. Ja, jetzt sitzen Sie hier bei mir. Sie haben ja schon ein bisschen was geschrieben per E-Mail. Was ist denn so Ihr Anliegen? Was bringen Sie denn mit? Also ich würde gern wissen, wie das halt mit mir mit 4 Jahren war. Also da muss irgendwas passiert sein mit 4 Jahren. Das hat mir auch mein Bruder gesagt, weil der ist älter, aber er hat gesagt, er kann mit mir, er will mit mir darüber nicht reden. Also irgendwas Schlimmes, nehme ich mal an. Und Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, natürlich dürfen Sie mich was fragen. Was möchten Sie mich denn gerne fragen? Ist es üblich, dass in Ihrer Praxis Obst rumliegt? Obst rumliegt? Wie meinen Sie das, Obst rumliegt? Ich weiß jetzt nicht, was Sie mir damit sagen wollen. Sagen Sie einfach, was Sie damit meinen. Hier liegt doch kein Obst rum. Es liegt ehrlich Obst rum in Ihrer Praxis. Ja, da liegt Obst rum in meiner Praxis. Wollen Sie mich jetzt provozieren? Ich meine, ich freue mich, wenn Sie lachen, aber ich sehe hier kein Obst. Vielleicht gefallen Ihnen meine Figuren hier nicht. Das sind Geschenke und das ist eine Glasente. Vielleicht gefällt Ihnen das nicht, aber das ist kein Obst. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Obst meinen. Sie werden staunen. Und was ich und wie ich was mit Obst meine. Und Sie werden auch sehen, dass ich Sie nicht belogen habe. Ehrlich gesagt habe ich sowas noch nie erlebt. Ich war schon bei 3 anderen Psychotherapeutinnen, aber das Obst in der Praxis rumliegt, habe ich noch nie gesehen. Ja, also keine Sorge. Am Ende der Sitzung werde ich Ihnen den Beweis erbringen, dass ich nicht gelogen habe. Auch wenn Sie jetzt denken, ich bin so eine blöde Patientin, Klientin, die sie provozieren will, die sie von ihrem Therapeutensessel, von ihrem Thron runterholen will. Nee, bin ich nicht. Ich bin echt mit einem ganz profanen Anliegen hierher gekommen, ganz unbedarft. Und dann schweift mein Blick so durch den Raum und dann sehe ich, dass Obst in ihrer Praxis rumliegt. Entschuldigung, auch wenn Sie jetzt glauben, ich bin insistierend, auch wenn ich Sie nerve. Ich habe jetzt echt Kopfschmerzen von meinem Lachanfall. Es ist mir auch total unangenehm, dass ich so blöd gelacht habe, aber es war so witzig, weil Sie haben so beunruhigt gewirkt, wissen Sie? Und Therapeuten verlieren ja selten die Fassung. Das muss man erstmal schaffen, Therapeuten aus ihrer
gefassten, gechillten, wie heißt es doch, frei schwebenden Aufmerksamkeitshaltung rauszukriegen, ne? Und ja, nicht umsonst habe ich die Diagnose Borderline, ne? Ich bin provokant, meinen Sie nicht? Und ich bin eben zu intelligent, um mich so zu verhalten, dass Sie denken, ich wüsste nicht, wie Ihr Psychotherapeuten denkt, dass wir Borderlinerinnen sind und uns mit unserem Verhalten selbst überführen. Wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, was ich zu Ihnen gerade zu sagen versuchte, dann war das wohl auch wieder mal eine Provokation, weil es ist ja immer eine Provokation. Aber nee, jetzt lassen wir das mal beiseite. Ich löse das Rätsel auf. Hier, das ist das Obst in Ihrer Praxis. Eine Heidelbeere. Und laut Spurensicherung, Frau Doktor, laut Spurensicherung der Heidelbeere ist diese aufgrund ihrer Konsistenz noch nicht so lange da unten gelegen. Also überlegen Sie mal, wann könnte der Tatzeitpunkt gewesen sein? So eine Heidelbeere hat jetzt in unsere Sitzung eingegriffen und hat unsere Sitzung komplett verändert, weil eigentlich wollte ich ja über mich mit 4 Jahren mit Ihnen sprechen. Jetzt fühlen Sie sich wegen der Heidelbeere provoziert. Jetzt muss ich lachen. Ist ja unglaublich. Ich habe diese Heidelbeere tatsächlich gesucht, denn ich war die Täterin. Ich habe mal hier in der Pause zwischen 2 Sitzungen, muss ich Ihnen jetzt wirklich einfach so sagen, wie es ist, habe ich mal Heidelbeeren gegessen. Ne? Und eine fiel runter. Und Sie sehen ja, der Teppich ist ziemlich gemustert und ich habe sie einfach nicht wiedergefunden. Also vielen Dank, dass Sie meine Heidelbeere wiederfanden. Ich komme jetzt so ein bisschen vor wie die Prinzessin auf der Erbse. Sie haben mich jetzt echt verwirrt. Es ist selten, dass mich eine Klientin so verwirren kann. Was war das für ein Lachanfall, darf ich fragen? Ein Lachanfall, was war das für ein Lachanfall? Wollen Sie jetzt in meinen Lachanfall hineinbohren und da irgendwas reininterpretieren, was nicht ist? Wir können auch über diese Heidelbeere sprechen, sie von allen Seiten begutachten und überlegen, welcher tiefere Sinn in dieser Heidelbeere liegt und welche freudsche Fehlleistung wohl darin bestanden hat, dass Sie als Psychotherapeutin diesen unglaublichen Fehler gemacht haben, eine Heidelbeere zu Boden fallen zu lassen. Da liegt sie. Ich habe sie im Auge behalten, sehen Sie? Und Sie haben die Heidelbeere out of control aus den Augen verloren. Jetzt nerven Sie mich wirklich schon ein bisschen mit der Heidelbeere. Können Sie bitte aufhören? Das sage ich jetzt natürlich halb im Scherz, Sie nerven mich nicht. Aber Sie haben mir gesagt, Sie sind wegen eines anderen Anliegens gekommen. Und tatsächlich, ja, man muss höllisch aufpassen, dass man nicht alles überinterpretiert, aus dem Kontext reißt und dann nur mehr über Heidelbeeren spricht. Darf ich mir Ihre Heidelbeere auf die Nase legen? Nur so zur Probe, zur Selbsterfahrung? Nee, das funktioniert nicht. Vielleicht in die Nase stecken? Ich glaube, wir können das Thema jetzt langsam woanders hinlenken, wenn Sie einverstanden sind. Darf ich die Heidelbeere zum Biomüll entsorgen? Nö, dürfen Sie nicht. Ich nehme die mit. Ich werde die in Formaldehyd einlegen und für immer an diese denkwürdige Sitzung denken. Übrigens tut mir mein Zwerchfell noch immer weh von dem schrecklichen Lachen. Und auf Ihre Frage, was das für ein Lachen war, puh, Sie wissen, ich studiere selber Psychologie. Es war ein Jahr. Aggressive Sachen, meine Aggressionen gegen die Psychologie, die ich noch dazu studiere, gegen die Psychotherapie und vor allem gegen euch Psychotherapeuten, ist dank dieser Heidelbeere, die eine bessere therapeutische Wirkung hat als alle Psychotherapeuten dieser Welt, die je bei mir hatten, dank dieser Heidelbeere ist meine Aggression hervorgekommen. Sehen Sie? Eigentlich müsste der Heidelbeere was dafür bezahlen und nicht Ihnen, streng genommen. Und das war jetzt kein Scherz. Also wir müssen jetzt wirklich rechtlich klären, wessen Heidelbeere das ist, nachdem diese Heidelbeere in meiner Praxis am Teppich gelegen hat. Gehört sie zum Inventar meiner Praxis, ist mein Eigentum und ich entscheide, was damit passiert. Und die geht jetzt zum Biomüll. Ich kann nämlich nicht verantworten, dass sie sich
An der Heidelbeere den Magen verderben, wo ihnen ohnehin schon das Zwerchfell wehtut. Ne? Also, wir haben die Situation mit der Heidelbeere gelöst und nun erzählen Sie mir bitte, was Sie wirklich hierher mitbringen. Nicht, was Sie von hier mitnehmen wollen, das können Sie mir auch erzählen. Etwas anderes hoffentlich als die Heidelbeere. Und dann würde mich noch interessieren, ja, wieso Sie so schlecht über Psychologen und Therapeuten denken und dann gerade selbst dieses Fach studieren, Psychologie. Cut, meine Lieben. Ja, so können Kleinigkeiten, das will ich mit dieser Simulation zeigen, das war jetzt keine Parodie, sondern das war ernst gemeint, das können Kleinigkeiten sehr viel auslösen. Eine Heidelbeere, die einfach so am Teppich liegt, jetzt habe ich zum letzten Mal gesagt, versprochen, oder eine Zufallsbegegnung, ein zufälliges Fehlverhalten, ein unabsichtliches Tun, ein Anruf zum richtigen oder falschen Zeitpunkt. Alles das ist schicksalhaft. Vieles davon können wir nicht aussuchen, nicht programmieren, müssen damit umgehen. Und an diesen beiden hast du jetzt in der Simulation gesehen, wie schwierig das ist, wirklich mit so einer Situation so umzugehen, dass beide das Gefühl haben, ich nehme dich noch ernst, du hast Platz hier in dieser Situation, du wirst gesehen. Irgendwie hat sich da schon ein Missverständnis zusammengebraut und irgendwie hat die Heidelbeere viel zu viel ausgelöst. Es liegt aber bei dir, jetzt habe ich schon wieder gesagt, es liegt bei dir, wie viel Raum du einer Kleinigkeit gibst. So ähnlich wie in dem Märchen die Prinzessin auf der Erbse. Sie hat die Erbse durch all diese Matratzen hindurch gespürt. Wenn du das Märchen nicht kennst, dann google doch mal Prinzessin auf der Erbse. Ich werde es dir jetzt nicht erzählen, aber ich kann euch gerne wieder mal in anderen Videos Märchen erzählen, denn das habt ihr ja so gemacht, die Interpretation, die psychoanalytische von Märchen. Also, in diesem Video wollte ich dir aber zeigen, Kleinigkeiten lösen sehr viel aus, aber vor allem dann, wenn du ihnen so viel Gewicht verleihst. Aus einer Mücke kann ein Elefant werden. Aus einer Erbse kann ein wirkliches Problem werden, aber auch ein Nachweis, dass es sich um eine echte Prinzessin handelt. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jemand bist, der auch auf Echtheit Wert legt. Und dann bist du genau richtig hier. Ich freue mich auf weitere spannende Videos mit dir und spannende Livestreams. Über die freue ich mich immer besonders. Tschüss, bis gleich.